denke, ich würde mal anfangen. Ja, also, wie ich schon gesagt habe, es wird um aktuelle revolutionäre Bewegungen in Lateinamerika gehen in dem Workshop. Das Erste, was ich machen will, ist es ein bisschen in die Weltsituation einzubetten. Also wir haben letzten Herbst in Ecuador und in Chile zwei wunderbare revolutionäre Bewegungen mit Aufstandscharakter eigentlich gesehen. Ja, jetzt stellt sich die Frage, war das nur dort so oder ist das ein genereller Prozess? Allein, wenn man sich überlegt, allein im letzten Jahr, 2019, gab es eben nicht nur in Ecuador und Chile Bewegungen, sondern auch in Frankreich. Zuerst die Gelbwesten und dann die Bewegung gegen Macrons Pensionsreform. In Katalonien gab es Massenproteste, im Iran gab es immer wieder Proteste, die das autoritäre Regime der Mullahs herausgefordert haben. Was besonders spannend ist, weil in Wirklichkeit ist es halt eigentlich eine volle Diktatur und trotzdem sind sie mit Massenprotesten konfrontiert. Im Sudan, in Algerien, in Tunesien, in Hongkong gab es riesige Proteste, in Haiti, im Libanon und eben auch in Ecuador und Chile. Und ja, vielleicht spannend auch noch, in Venezuela wurde der Versuch der USA mit Hilfe von Guaido, dass die linke Regierung zu stürzen, wurde eben auch von Massenprotesten verhindert. Ja, wenn man sich diese Bewegungen anschaut, also vielleicht am Beispiel der Gelbwesten in Frankreich, oder auch alle anderen Bewegungen, zum Beispiel Chile. Chile galt als das stabile Land in Lateinamerika. Und von Frankreich würden die Leute sagen oder würden die bürgerlichen Medien sagen, es ist auch ein entwickeltes, stabiles Land. Ja, aber genau diese massiven Proteste in Frankreich hat niemand von den Bürgerlichen vorhergesehen. Sie sind für viele Journalisten quasi aus der Luft gekommen. Weil bis zu dem Ausbruch der Gelbwestenbewegung schien Macron halt total fest im Sattel zu sitzen. Er hat seine Konterreformen durchgeführt, die Führung der Gewerkschaften und Arbeiterparteien haben brav immer kapituliert und ja, es wurde eigentlich dem nichts entgegengesetzt, bis halt die Gelbwestenbewegung ausgebrochen ist. Viele bürgerliche Kommentatoren betrachten das halt rein empirisch und plötzlich gibt es dann irgendwo einen Ausbruch an einer Massenbewegung. Aber wir als Marxisten und Marxistinnen wissen halt, dass man das rational erklären kann, dass sich das Bewusstsein der Massen eben dialektisch entwickelt und dass man mit Hilfe des dialektischen Materialismus das erklären kann. Also man könnte sagen, das Bewusstsein der Massen ist generell sehr konservativ und sehr elastisch. Die Leute lassen sich relativ lange sehr viel gefallen. Aber unter der Oberfläche stauen sich halt Wut, Angst, Aggression, Frustration und dergleichen an, die aber über lange Zeit hinweg keinen Ausdruck finden. Vor allem in der Situation, wo es keine Parteien gibt, die irgendwie dem Unmut der Leute Ausdruck verleihen würden. Das gilt eigentlich für ganz, ganz viele Länder. Das gilt für Frankreich, wo die reformistischen Führungen eben kapituliert haben. Und es gilt genauso für zum Beispiel Chile, wo alle linken Parteien auch eigentlich mehr der Bewegung hinterhergejagt sind, als dass sie irgendeine Perspektive gesetzt hätten. Das heißt, über lange Zeit staut sich Frustration und Unmut unter der Oberfläche auf. Und es kann eine Kleinigkeit sein, ein Funke, der das Feuer entfacht oder ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, die halt zu massiven Protesten führen. Weil die Grundlage für diese Proteste wird in allen Ländern eigentlich aufgebaut und in Lateinamerika ist dieser Prozess sehr weit, weil wir haben auch schon in den letzten Jahrzehnten immer wieder revolutionäre Massenbewegungen in Lateinamerika gesehen. Ja, so viel vielleicht zum Bewusstsein. Aktuell, wenn man sich nochmal die Weltsituation anschaut, ist vielleicht die Weltwirtschaft ein spannender Faktor, weil es ist halt die Frage, welche Auswirkungen die Weltwirtschaft auf das Massenbewusstsein hat. Aktuell haben wir sozusagen ein Mini-Wachstum
und das Damoklesschwert der Rezession ist die ganze Zeit da. Man merkt, alle Kommentatoren sind nervös, die Börsen sind nervös und schwanken hin und her. Es braucht nur irgendwer, Coronavirus oder so führt schon zu ärgsten, führt schon zu Auswirkungen auf den Dow Jones. Das heißt, man merkt, wie nervös die Anleger sind und dass die seriösen Bürgerlichen, genauso wie wir Marxisten und Marxistinnen, mit einer Rezession der Weltwirtschaft rechnen. Jetzt stellt sich halt die Frage, wir hatten 2008 die Finanzkrise und seitdem eine gewisse Stagnation, ein bisschen einen Boom, aber der Boom hat sich für nicht einmal in den entwickelten kapitalistischen Ländern wie etwa Österreich oder Mitteleuropa, nicht einmal dort hat der Boom den arbeitenden Menschen irgendwas gebracht, sondern der Druck ist stetig mehr geworden und der Boom hat sich eigentlich angefühlt wie eine Krise, weil überall einfach das Programm der sozialen Konterreformen und der Angriffe auf den Lebensstandard der Massen überall ohne Pause weitergegangen ist, selbst im sogenannten Boom. Ja, was passiert jetzt, wenn die Weltwirtschaft in eine neue Krise gerät? Also man kann auf jeden Fall sagen, es wird wahrscheinlich schlimmer als 2008, weil viele Maßnahmen einfach schon verbraucht sind. Also es gibt schon niedrige, teilweise negative Zinssätze, es wurde massiv Geld gedruckt und all diese Sachen der monetären Politik, die laut Experten, die Wirtschaft ankurbeln sollten, haben in Wirklichkeit nicht dazu geführt, dass die Unternehmen mehr investiert haben. Ja, und die zweite Möglichkeit, quasi einer Krise abzuwenden, wären massive Staatsausgaben. Bis jetzt ist das, teilweise wurden bei den Bankenrettungen viel ausgegeben und die Staatsschulden sind schon jetzt hoch. Und ja, also im allerärgsten Notfall werden das die Herrschenden natürlich machen und Teile der Herrschenden sind auch schon jetzt dafür, ein bisschen von der Austerität locker zu lassen und ein bisschen was auszugeben, um die Situation zu beruhigen und nicht mit großem Unmut konfrontiert zu sein. Aber auch das ist eine enden wollende Option. Also sowohl die Option der niedrigen Zinssätze, Gelddrucken, als auch von erhöhten Staatsausgaben hat eigentlich bisher nichts gebracht und sind relativ haben halt ihre natürlichen Grenzen, weil wenn ich Schulden mache, muss ich die irgendwann mal zurückzahlen. Jetzt von der Weltsituation vielleicht irgendwie spezifisch zu Lateinamerika. Grundsätzlich leiden Länder der sogenannten Dritten Welt noch mehr unter der kapitalistischen Krise wie schon die entwickelten kapitalistischen Länder. Vor allem die Massen in Lateinamerika sind halt eigentlich einen relativ niedrigen Lebensstandard eh schon gewohnt. Also wenn man sich da in der Weltwirtschaft das anschaut, gibt es eine Studie, die relativ neu ist, wo von Global Financial Integrity, die gesagt hat, dass zwischen 1980 und heute wurden 16,3 Billionen US-Dollar von den Ländern der sogenannten Dritten Welt in die entwickelten kapitalistischen Zentren transferiert. Also in Wirklichkeit findet nicht ein Entwicklungshilfeprozess statt, wie viele sagen, sondern es wird tatsächlich Geld von den armen Ländern in die reichen Länder oder Werte von den armen Ländern in die reichen verschoben. Das heißt, das macht in den Ländern der sogenannten Dritten Welt die Situation nochmal instabiler. Ja, jetzt vor diesem Hintergrund haben wir im Oktober letzten Jahres zwei wunderbare Bewegungen gesehen, wie ich schon gesagt habe. Von 1. bis 14. Februar in Ecuador, wo es eben Massenproteste gegen ein Sparpaket der Regierung Moreno und des IWF gab. Ich sage den Vornamen von Moreno nicht, weil er trägt ihn zu Unrecht. die zweite Bewegung war nach dem 18. Oktober in Chile, wo in beiden Fällen, eigentlich sowohl in Ecuador als in Chile, waren die Herrschenden nicht imstande, durch Repression die Bewegung zurückzudrängen.
trotz Ausgangssperren, Ausnahmezuständen und massiver Repression und Gewalt von Seiten der Armee und der Polizei haben die Bewegungen eigentlich nicht nachgelassen, sondern im Gegenteil haben die Leute eigentlich ihre Angst vor der Repression verloren und hat die Repression die Bewegungen eigentlich noch extra angestachelt. Ja, vielleicht allgemein zu beiden Bewegungen, wenn man Chile und Ecuador vergleicht, könnte man sagen, einerseits ist ein Faktum, dass in beiden Ländern der Fall war, wie ich schon gesagt habe, dass die protestierenden Massen einfach die Angst vor der Repression verloren haben und dass es war nicht gegen eine einzelne Maßnahme oder ein einzelnes Dekret, sondern in Wirklichkeit waren das Bewegungen gegen das gesamte Establishment, gegen die ganze etablierte Ordnung in Wirklichkeit. Also es hat sich auch diese Bewegungen nicht in erster Linie gegen eine Partei gerichtet, sondern in Chile war das am deutlichsten, dass es eigentlich eine Bewegung gegen alle Parteien ist und sich die Menschen von keiner der etablierten Parteien mehr vertreten fühlen. Der zweite Punkt, der sowohl in Ecuador als auch in Chile der Fall war, ist, dass auf dem Höhepunkt der Bewegungen, wo die Massen auf der Straße waren, sich die Bewegungen begonnen haben, sich Formen der Selbstorganisation zu geben. So Komitees oder wir würden sagen räteähnliche Strukturen, die versucht haben, eine Art Gegenmacht, oder wie kann man das am besten sagen, ja, wo die Bewegung sich unabhängig vom Parlament und etablierten Parteien selbst versucht hat, Strukturen zu geben in Form von Komitees oder Räten, je nachdem, wie man das übersetzen will. Ja, als dritter Punkt würde ich sagen, es handelt sich sowohl in Ecuador als auch in Chile nicht wirklich um isolierte Fälle, weil allein im Jahr 2019 gab es vorher in Haiti und in Puerto Rico, also in zwei anderen Ländern Lateinamerikas, auch große Massenbewegungen. Etwa in Haiti haben im Februar 2019 Proteste begonnen, die fast ein ganzes Jahr angedauert haben und wo Hunderttausende auf der Straße waren, wo es Generalstreiks gab, Boykotte, Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und Polizei. Und wo halt gegen die korrupte Marionettenregierung von Jovenel Moise demonstriert wurde. Aber in Wirklichkeit kann man auch da sagen, es ging allgemein gegen Repression, gegen Armut, gegen Abhängigkeit von den USA und imperialistische Einmischung von Seiten der USA, gegen Einflussnahme auf die Regierung. Ja, und allein zwischen September und November gab es in Haiti 40 Tote bei Protesten durch Repression. Also man kann sagen, 40 Tote zwischen September und November 2019. Und die zweite Bewegung, die ich kurz anschneiden will, ist im Sommer 2019 in Puerto Rico. Das ist besonders spannend, weil Puerto Rico eigentlich kein selbstständiges Land, sondern ein Bundesstaat der USA ist. Und da gab es 10 Tage im Sommer 2019, wo auch Zehntausende Leute auf der Straße protestiert haben und schlussendlich der verhasste Gouverneur Rosselló zurücktreten musste. Also in einem Bundesstaat der USA hat quasi eine Massenbewegung den Rücktritt des Gouverneurs erzwungen. Also ich glaube, man kann sagen, es ist kein isoliertes Phänomen, wo jetzt nur in einem Land protestiert werden würde, sondern man kann ähnliche Prozesse in verschiedenen Ländern sehen. Und da komme ich auch zum dritten Punkt, dass eben diese Bewegungen in Ecuador und Chile auch Einfluss auf andere Länder hatten. Also im November sahen wir etwa einen Generalstreik in Kolumbien, wo halt die Gewerkschaften und linken Organisationen am 21. Oktober gesagt haben, wir machen jetzt Generalstreik, weil sie gespürt haben, es gibt extrem viel Unmut in der Gesellschaft. Und ja, diesen Generalstreik gab es. Und er ist, obwohl der Streik eigentlich für einen Tag angelegt war, haben die Leute auch noch ein paar Tage weiter gestreikt. Also die Leute haben einfach länger gestreikt, als der Streik eigentlich angekündigt war. Also man sieht auch hier, dass es ein enormes Potenzial
für Unmut, von Unmut und für eine Revolution gibt. Der vierte Faktor, der, glaube ich, auf alle Bewegungen zutrifft, sowohl in Ecuador als auch in Chile, als auch die anderen Bewegungen, dass die Jugend eine besondere Rolle gespielt hat. Also so wirklich teilweise Schüler, Schülerinnen, Studierende und die arbeitende Jugend vor allem. Also eigentlich eine Generation, die sich erst nach der Weltwirtschaftskrise von 2008 politisiert hat. Und eine Generation, die eigentlich nur mehr Druck und Prekariat und Arbeitslosigkeit und keine Perspektiven kennt, die in diesen Bewegungen zum ersten Mal aktiv wurde und auch massiv in der ersten Reihe stand. In Chile war es sogar so, dass eine Bewegung der Oberschüler die ganze Massenbewegung ausgelöst hat. Der fünfte Punkt ist, ich glaube, ich habe es schon vorher angekündigt, alle diese Bewegungen, die wir gesehen haben, ruinieren eigentlich diese Idee, dass es eine konservative Welle in Lateinamerika gegeben hätte. Vielleicht mal kurz etwas zu dieser Idee der konservativen Welle. Wir haben ab 2000 viele linke Regierungen und Massenbewegungen in Lateinamerika gesehen, aber manche dieser, oder 2015 wurden die Peronisten und Kirchner in Argentinien abgewählt. Es gab in Venezuela eine Wahlniederlage der PSUV bei der Nationalversammlung und ja, Evo Morales ist im Verfassungsreferendum 2016 in Bolivien das erste Mal auf Wahlebene eigentlich gescheitert. Und ja, die reformistisch-linken Regierungen in Brasilien sind durch die Absetzung von Dilma entfernt worden. Und vor diesem Hintergrund hat 2016 der mexikanische Politiker und Journalist Jorge Castañeda einen Artikel in der New York Times geschrieben mit dem Titel The Death of the Latin American Left, also der Tod der lateinamerikanischen Linken, und hat dort eben prognostiziert, so die linken Regierungen haben irgendwie versagt und jetzt kommt die konservative Welle und die Leute wählen jetzt wieder rechts, weil sie quasi eingesehen haben, dass die Linken ihnen nichts geholfen hätten. Spannend ist, dass das teilweise auch von den Führern der reformistischen Linken übernommen wird. Also beispielsweise schon 2014 hat ein Führer der brasilianischen Bewegung der obdachlosen Arbeiter, also Movimento de Trabalhadores Sem Teto, das ist eine relativ große Bewegung, die vor allem in den Favelas sehr stark ist. Und ein Führer dieser Bewegung, Guilherme Boulos, hat eben gemeint, ja, die Linken werden jetzt abgewählt, weil eigentlich Lula und so hat schon so viel erreicht für die Massen. Der Lebensstandard ist jetzt gehoben und die Arbeitenden wären jetzt angeblich in die Mittelklasse aufgestiegen und folglich würden sie jetzt rechts wählen. Also man könnte sagen, es ist eine einfache Erklärung, aber sie ist halt genauso falsch, wie sie einfach ist. Und also einerseits stimmt das natürlich nicht, dass es eine derartige, dass jetzt alle arbeitenden Menschen in die Mittelklasse aufgestiegen wären. Das ist natürlich völliger Bullshit. Und andererseits der Hintergrund, der andere Punkt ist, wenn man sich die Theorie anschaut von einem Führer einer linken Organisation, dann was der macht, ist eigentlich den Massen die Schuld geben für das Versagen der linken Organisationen. Also die reformistischen Politiken sind in verschiedenen Ländern halt an ihre Grenzen geraten, vor allem weil der Wirtschaftsboom und der Boom der Rohstoffpreise an ein Ende gekommen ist. Und ja, dann gibt es halt manche Linke, die sagen, okay, die Massen sind halt leider rechts und kann man halt nichts machen. Also in Wirklichkeit nehmen sich diese Führer damit selbst aus der Verantwortung. Ja. Vielleicht, wenn man sich die Fälle einzeln anschaut, erklärt es noch mehr. Also es war einerseits Bolivien, wo es 2003 und 2005 in zwei
revolutionäre Aufstände gab, wo in Wirklichkeit die Arbeiterklasse die Macht hätte übernehmen können. Aber diese Bewegungen haben keine Führung gefunden. Die Bergarbeitergewerkschaft hat sogar im Nachhinein nach 2005 gesagt, eigentlich war der Fehler von uns, dass wir nicht die Macht übernommen haben. Wir hätten es können und wir haben es nicht getan. Und dadurch, dass diese Bewegungen nicht unmittelbar zu einer Revolution geführt haben, hat sich das Ganze auf Wahlebene wiedergespiegelt und ist mit Evo Morales ein linker Präsident an die Macht gekommen. Für Argentinien gilt etwas relativ Ähnliches. 2001 gab es Massenproteste, wo mehrere Präsidenten nacheinander gestürzt wurden und halt aus dem Präsidentenpalast fliehen mussten. Und einer der Hauptslogan dieser Massenbewegung 2001 in Argentinien war Que se vayan todos, also es sollen alle gehen. Wo man auch hier sieht, es geht nicht um einzelne Politiker, sondern es geht, dass die Leute einfach voll fucked up sind mit dem ganzen Establishment. Und auch die Institutionen der bürgerlichen Demokratie eigentlich diskreditiert sind. Das, was den bürgerlichen, was den Kapitalismus quasi vorübergehend gerettet hat in Argentinien, war dann, dass auch dort die Proteste keine Führung gefunden haben und sich in den Wahlen auch wieder gespiegelt haben, indem die Peronisten und das Ehepaar Kirchner halt an die Macht gekommen sind. Und auch hier kann man, wie im Fall von Bolivien eigentlich sehen, dass linke Regierungen gewählt wurden und eigentlich dem bürgerlichen Staat die Legitimität zurückgegeben haben, die er eigentlich vorher in den Bewegungen komplett schon verloren hatte. Also wenn es diese linken Bewegungen nicht gegeben hätte, es hätte niemanden quasi gegeben, dem die Leute mehr vertraut hätten. Dann der dritte Fall von Venezuela. Das würde ich sagen, ist ein Sonderfall, weil halt Venezuela das Land ist, wo man sagen kann, dass die Bewegung zum Sturz des Kapitalismus am weitesten vorangegangen ist. Chávez selbst hat zu einem gewissen Zeitpunkt begonnen, Fabriksbesetzungen zu unterstützen, Massenbewegungen zu unterstützen und auch von Sozialismus zu reden. Also man kann sagen, in Venezuela ist die Bewegung am weitesten gegangen. Aber auch da ist der Grund für die aktuellen Probleme, dass nie wirklich mit dem Kapitalismus gebrochen wurde. Also vielleicht kurz im Fazit. Wie wir wissen, man kann halt keine halbe Revolution machen. Chávez hat viele, viele Errungenschaften für die Leute gebracht und zu Massenmobilisierung und Massenunterstützung hatte er. Und er wurde halt mehrfach von reaktionären Putschversuchen gerettet, indem die Leute auf die Straße gegangen sind und durch Massenmobilisierungen. Aber es wurde nie eindeutig mit dem Kapitalismus gebrochen. Es wurde versucht, irgendwie viele Planelemente einzuführen und ein bisschen den Lebensstandard der Massen zu verbessern. Aber es wurden nie zum Beispiel die Banken und die entscheidenden Industrien verstaatlicht, was man an vielen Sachen bitter gemerkt hat. Also zum Beispiel die ganzen Lebensmittelengpässe sind halt dadurch zustande gekommen, dass die Unternehmen nicht gewillt waren zu investieren in einem instabilen Land und dass einfach, ja, dass auch die Regierung Chávez für gewisse Zeit Obergrenzen für zum Beispiel Brotpreis und Grundnahrungsmittel festgesetzt hat. Und die Unternehmen haben dann halt einfach in den Nachbarländern ihr Essen verkauft, wo sie es teurer verkaufen konnten als unter dieser Preisdeckelung der linken Regierung. Also ich glaube, an dem Beispiel merkt man halt sehr gut, dass man muss sich halt entscheiden, ob man dem Kapitalismus freien Lauf lässt oder ob man mit dem Kapitalismus bricht. Dieses Mittelding führt halt zu, ist auf Dauer nicht aufrechterhaltbar. Und das Ganze hat halt dazu geführt, dass mittlerweile Maduro auch schon eine Reihe von Konterreformen durchgeführt hat und jetzt momentan eher Richtung monetaristische Politik geht und versucht, einen ausgeglichenen Haushalt herzustellen. Obwohl es einzelne, ja, und ich glaube, die Inflation ist auch ein Megapunkt in Venezuela, was halt
auch dadurch zustande kommt, dass man nicht eine halbe Revolution machen kann. Und ja, das hat halt Maduro zu Konterreformen gezwungen und führt dazu, dass die Basis der linken Regierung in Venezuela halt bröckelt. Bis dato hat sich das nicht ausgedrückt, aber wenn es so weitergeht, ja, also ich glaube, es ist absehbar, dass das ein Phänomen ist, was nicht ewig aufrechterhalten werden kann. Ja, vielleicht zu diesem, aber trotzdem, dass eigentlich der Lebensstandard der Leute in den letzten Jahren in Venezuela gesunken ist, hat man gesehen, wie im Februar eigentlich Massenproteste wieder mal einen Putschversuch von den USA und der venezolanischen Oligarchie vereitelt haben. Ja, wobei es da, glaube ich, spannend ist, dass einfach die USA und Guaido total unterschätzt haben, dass man nicht so einfach mit Unterstützung des State Departments und so da in Venezuela einmarschieren kann, weil halt die Leute voll mega Hass sind auf die USA und keine imperialistischen Einmischungen in ihrem Land wollen, egal wie schlecht jetzt die Lebenssituation mittlerweile ist. Also ich glaube, sie haben halt einfach bei diesem Guaido-Putschversuch total die antiimperialistische Stimmung in den Massen unterschätzt. Ja, das dritte Land, das für die konservative Wende angeführt wird oft, ist Brasilien. Auch da gab es irgendwie einige Jahre eine linke Regierung unter der Arbeiterpartei PT, zuerst von Lula und dann von Dilma. Die Dilma wurde mit einem mehr oder weniger institutionellen Putsch gestürzt, und bei den letzten Wahlen haben die Herrschenden sogar Lula ins Gefängnis gesteckt, nur um zu verhindern, dass er kandidiert. Und es gab irgendwie über Jahre hinweg eine massive Kampagne gegen die PT, wo halt immer geschrieben wurde, die sind korrupt und alle möglichen, alle möglichen Geschichten wurden erzählt und verbreitet, auch von den Medien, um irgendwie zu beweisen, dass die PT korrupt wäre und nur damit die Konservativen wieder an die Regierung kommen. Also ich glaube, für alle Länder, Bolivien, Argentinien, Venezuela als auch Brasilien, für all diese Länder gilt, dass die reformistischen Linken für kurze Zeit einen Erfolg haben konnten auf der Grundlage der hohen Rohstoffpreise und eines Wirtschaftsaufschwungs in Lateinamerika. Also vor allem durch das Wachstum von China gab es eine riesen Nachfrage an Rohstoffen, und das hat bis zum Jahr 2014 die Wirtschaften in Lateinamerika halt nach oben getrieben. Und gerade die hohen Erdölpreise haben in Ländern wie Brasilien oder Venezuela einen Spielraum für Sozialreformen gegeben. Ja, aber all diese wirtschaftlichen Prozesse sind jetzt an ein Ende gekommen. Es gibt diesen wirtschaftlichen Spielraum einfach nicht mehr. Und man kann sagen, es gibt eigentlich nicht wirklich eine konservative Wende, sondern es wurde einfach die Illusion zerschlagen, dass man mit einer linken Regierung den Lebensstandard der Massen dauerhaft verbessern könnte, ohne dass man gleichzeitig mit dem kapitalistischen System brechen muss. Also diesen Spielraum für Reformen, den gibt es einfach absolut nicht mehr. Ja, und ich glaube, alle Länder, sowohl, also vor allem Bolivien, Venezuela und Argentinien, kann man sagen, dass die Regierungen eben von dem wirtschaftlichen Spielraum profitiert haben, dass dahinter, hinter diesen linken Regierungen, aber Massenbewegungen standen. Und dass es immer wieder zu Massenmobilisierungen kam. Also in Venezuela wurde mehrfach eben, wie schon erwähnt, wurden mehrfach Putschversuche verhindert, in Bolivien 2008 und in Ecuador 2010. 2014, spätestens 2015, kam der Boom der Rohstoffpreise an ein Ende, und die ganz Lateinamerika ist eigentlich in die Krise gestürzt worden.
Ja, man kann jetzt aber nicht sagen, dass die Massen plötzlich rechts gewählt hätten, sondern es gab einfach viel Frustration und auch viel Apathie und Enthaltungen und viele Leute sind halt einfach nicht wählen gegangen und dadurch haben die Rechten gesiegt. Aber es gibt in keinem Land in ganz Lateinamerika eine stabile rechte Regierung, weil jede dieser Regierungen ist immer wieder dem Druck der Massen ausgesetzt und so wie in Ecuador und Chile letztes Jahr kann es in oder Haiti und Puerto Rico könnte es eigentlich in jedem Land Lateinamerikas, ist überall das Potenzial für revolutionäre Massenbewegungen gegeben. Und es könnte ein kleiner Anlass halt das Ganze zum, das Fass zum Überlaufen bringen. Oder die Massen auf die Straße bringen sozusagen. Ja, also ich glaube, man kann sagen, es gibt keine konservative Welle, sondern das Ende einer Etappe und die Illusion, dass man, wie schon gesagt, diese ganze reformistische Illusion, dass man den Massen wirkliche Reformen garantieren könnte, ist halt an ein Ende gekommen, weil es einfach keinen Spielraum mehr für Reformen gibt, allein schon auf wirtschaftlicher Ebene. Das heißt, perspektivisch könnten wir sagen, wir werden eine Verschärfung des Klassenkampfes in allen Ländern Lateinamerikas sehen. Und vor allem ausgelöst durch immer wieder brutale Angriffe auf den Lebensstandard der Massen, so wie es in Ecuador war mit dem IWF-Paket, das eine Massenbewegung losgetreten hat. Dasselbe ist eigentlich in allen Ländern Lateinamerikas möglich. Ja, ich rede die ganze Zeit von Revolution. Jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht bringe ich noch ein bisschen eine Definition, was ich darunter verstehe. Ich habe zwei Zitate. Ich muss mich beeilen. Zwei Zitate, eins von Trotzki. Ich lese einfach mal vor. Der unbestreitbarste Charakterzug der Revolution ist die direkte Einmischung der Massen in die historischen Ereignisse. In gewöhnlichen Zeitläufen erhebt sich der Staat, der monarchistische wie der demokratische, über die Nation. Geschichte vollziehen die Fachmänner dieses Handwerks. Monarchen, Minister, Bürokraten, Parlamentarier, Journalisten. Aber an jenen Wendepunkten, wo die alte Ordnung der Massen unerträglich wird, durchbrechen diese die Barrieren, die sie vom politischen Schauplatz trennen, überrennen ihre traditionellen Vertreter und schaffen durch ihre Einmischung die Ausgangsposition für ein neues Regime. Ob dies gut oder schlecht, wollen wir dem Urteil der Moralisten überlassen. Wir selbst nehmen die Tatsachen, wie sie durch den objektiven Gang der Entwicklung gegeben sind. Die Geschichte der Revolution ist für uns vor allem die Geschichte des gewaltsamen Einbruchs der Massen in das Gebiet der Bestimmung über ihre eigenen Schicksale. Ja, also hier wird vor allem, das Zitat ist von, eben aus der Geschichte der russischen Revolution, aus dem Vorwort von Trotzki. Und ja, also ich glaube, der Punkt ist klar herausgekommen, dass es um die Einmischung der Massen in die Politik geht und um das sich nicht mehr regieren lassen von anderen, sondern dass man sein eigenes Schicksal selbst in die Hand nehmen will. Die zweite Definition einer Revolution stammt von Lenin 1915, wo er eben drei objektive Kriterien für eine Revolution nennt. Die sind wahrscheinlich den meisten bekannt. Das erste ist die Unmöglichkeit der herrschenden Klasse, so weiter zu regieren wie bisher. Der Unmut in den Massen führt dazu, dass die herrschende Klasse weiß, okay, so geht es nicht weiter und es bilden sich Fraktionen und Spaltungen in der herrschenden Klasse. Manche sagen, wir müssen ein bisschen Zugeständnisse und Reformen machen, andere sagen, nein, auf keinen Fall, sonst hört das nie auf und wir dürfen dem Druck der Massen nicht nachgeben. Das heißt, es entsteht dadurch eine Spaltung in der herrschenden Klasse und die herrschende Klasse kann eben nicht mehr so weiter regieren wie bisher. Der zweite Punkt ist, dass die Not und das Elend der unterdrückten Klassen über das normale, unter Anführungszeichen, Ausmaß hinaus gestiegen sind und dass auch die Unterdrückten quasi von sich aus sagen, wir wollen auch nicht uns so weiter regieren lassen wie bisher. Der dritte Punkt ist aus den ersten beiden folgend eine beträchtliche Steigerung der Aktivität der Massen und dass eben die Leute selbst aktiv werden, um ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. So, jetzt komme ich endlich zu dem Schwerpunkt des Referats, nämlich Ecuador und Chile. Ja, zuerst zu Ecuador. Es gab eben im Oktober diesen Aufstand
gegen das Sparpaket von IWF und der Regierung Moreno. Und ja, ich sage vielleicht kurz etwas, was dieses Sparpaket beinhaltet hat. Einerseits die Streichung für Subventionen auf Kraftstoffe, Kürzungen in den Staatsausgaben, Verschlechterungen für die Beamten und Beamtinnen und öffentlich Bediensteten. Also zum Beispiel wurde der Jahresurlaub von 30 auf 15 Tage reduziert für Beamte. Und generell gab es auf Ebene der Arbeitsverträge Konterreformen und eben eine enorm kapitalfreundliche Politik, also Unternehmenssteuern gesenkt, während halt ja, der Druck auf die Massen mehr zunimmt. Und ja, ich glaube, das zeigt es voll gut. Ja, in Ecuador kann man sagen, es gab ganz klar zwei Seiten. Einerseits die Protestierenden, die vor allem arme Indigene waren, die arme Bauernschaft, die studentische und die Arbeiterjugend. Und auf der anderen Seite stand ganz klar der Präsident, der IWF und der US-Imperialismus sowie die einheimische Oligarchie und alle ihre Parteien, also alle Parteien des Systems. Ja, wie schon erwähnt, hat im Fall von Ecuador die Repression nicht zu einem Zurückschrecken der Bewegung geführt, sondern die Bewegung mehr angeheizt und hat dazu geführt, dass die Bewegung sich vermehrt selbst organisiert hat. Ja, ein spannender Punkt ist halt, Moreno hat den Ausnahmezustand natürlich, nachdem es Proteste gab, ausgerufen. Daraufhin hat die indigene Organisation CONAI damit reagiert, dass sie gesagt haben, wir rufen unseren eigenen Ausnahmezustand aus. Und das war jetzt keine leere Phrase, sondern in den indigenen Communities war es ganz klar, dass die staatlichen Repressionsorgane, also dass Armee und Polizei in den Communities nicht willkommen sind. Und es gibt in verschiedenen Provinzen gab es Fälle, wo die Leute in den Communities halt einfach auch teilweise Eliteeinheiten von Polizei oder so verhaftet haben und festgehalten haben und dann gesagt haben, lieber Staat, wenn du deine Leute wieder haben willst, dann musst du halt mit uns verhandeln drüber. Ja, also es war keine leere Drohung, sondern man kann irgendwie auch beginnende Machtorgane der arbeitenden Menschen und armen Bauern hier oder verarmten Menschen hier sehen. Ja, in vielen Provinzen wurden auch Regierungsgebäude besetzt. Also auf dem Höhepunkt der Bewegung musste sogar der Präsident aus der Hauptstadt Quito nach Guayaquil fliehen, wobei Guayaquil so die Stadt der Oligarchie ist, wo die Rechte halt traditionell am stärksten ist. Aber selbst dort ist die Bewegung nachgekommen und hat den Staatsapparat relativ in die Bredouille gebracht. Ja, genau. Auf dem Höhepunkt der Bewegung, ja, das habe ich hier schon gesagt. Ja, es sind eben tausende Menschen in die Hauptstadt marschiert, aus ganz Ecuador, um die Regierung zunächst unter Druck zu bringen. Und nachdem es dann eben einige Tote durch Repression gab, hat sich die Bewegung eigentlich den Slogan zugelegt, dass Moreno gestürzt werden soll. Ja, das habe ich gesagt. Genau. Ein spannender Punkt ist, neben den Versuchen der Selbstorganisation, dass es eben auch Versuche der Selbstverteidigung der Bewegung gab. Also es wurde die Guardia Indígena und die Guardia Popular, also die Indigene und die Volksgarde gegründet, die halt mit selbstgebauten Schildern, Steinschleudern und so Art Granatwerfern oder Molotow-Cocktailwerfern halt sich rudimentär bewaffnet haben und versucht haben, die Demozüge zu verteidigen gegen die Polizei und gegen das Militär und ja, halt einfach das Demonstrationsrecht durchzusetzen und die Protestierenden zu schützen. Ja, es gibt einige Fälle, wo auch der Staatsapparat nicht wirklich einsetzbar war gegen die Bewegung. Also vor allem die Armee
hat sich relativ gespalten gezeigt. Es gab eben Teile der Polizisten und Soldaten, die sich geweigert haben, mit Gewalt gegen die Bewegung vorzugehen. In manchen Fällen war es halt so, dass die Soldaten zwar hingeschickt wurden zur Demo, aber nicht gegen die Demo vorgegangen sind, sondern die halt quasi eingekreist und begleitet haben auf dem Weg zur Hauptstadt. Und das ist halt, es gibt halt viele Videos, wo es da zu so Kommunikation zwischen Protestierenden und Soldaten kommt. Ja, also viele Soldaten haben halt gesehen, sie kommen selber aus Familien, die genau diese Probleme haben, gegen die die Leute demonstrieren. Also ja, man kann sagen, es gab erste Risse im Repressionsapparat. Das Gleiche ist übrigens in Chile auch der Fall, ich komme später noch dazu. Ja, und in Guayaquil gab es auch ein spannendes Video, wo halt eine Schlägerei zwischen Polizei und Soldaten es gab. Und es war halt so, dass die Polizei halt einen Demozug angreifen wollte und die Soldaten, die auch mobilisiert waren, sind halt dazwischen gegangen und haben sich mit der Polizei gefetzt, um die Demonstrierenden zu verteidigen. Ja, ein letzter spannender Punkt ist, dass es der Regierung Moreno überhaupt nicht gelungen ist, irgendeine Art von Basis gegen die Bewegung zu mobilisieren. Also es wurde in den Medien die ganze Zeit dieses Lied gespielt von den randalierenden Indios quasi, die halt nur Chaos erzeugen und die Geschäfte zerstören und so weiter quasi. Aber es war absolut unmöglich für die Regierung, diesen Schachzug Kleingewerbetreibende Mittelklasse gegen Indios zu fahren, weil sie haben einfach niemanden auf die Straße gebracht von ihrer traditionellen Basis. Spannend war, am Höhepunkt der Bewegung am 10.10. gab es eine außerordentliche Volksversammlung in einem Kulturzentrum in der Hauptstadt Quito. Ja, auch da gab es einige Sicherheitskräfte, die von der Bewegung verhaftet wurden und wo die Bewegung mit der Regierung in Verhandlungen getreten ist und halt gesagt hat, wenn ihr eure Polizisten und Soldaten wieder zurückhaben wollt, dann geben wir sie euch nur im Gegenzug, dass ihr die Leichen von ermordeten Demonstrierenden halt freigebt. Ja, also eigentlich nicht wirklich brutal oder so, sondern also eigentlich die Bewegung ist verglichen mit der herrschenden Klasse überhaupt nicht brutal gewesen. Und auch da sieht man eigentlich, wie eigentlich zu nett die Revolution in dem Fall war, weil sie sagt, gebt uns wenigstens die Leichen von unseren Toten, dann geben wir euch eure Polizisten zurück. Aber all das mit Gewalt und sowas in den Medien war, das kann man halt absolut nicht bestätigen. So wie bei den meisten Revolutionen waren sie am Anfang eigentlich eher zu nett. Ja, und ein weiterer Punkt ist eben, abgesehen von diesen Verhandlungen über die verhafteten Sicherheitskräfte, dass die Volksversammlung und die CONAE, eben diese Indio-Organisation, die Führung der Bewegung inne hatte, dass die Regierung gezwungen haben, dass sie im Regierungsfernsehen ihre Volksversammlung live übertragen. Und auf dieser Versammlung wurde auch beschlossen, dass man zum Parlament geht, zur Nationalversammlung und dort die Volksversammlung fortsetzt. Ja, in diesem Moment kann man sagen, Regierung und Staatsapparat sind komplett mit dem Rücken zur Wand gestanden und eigentlich hat sich die Machtfrage gestellt. Also man kann sich in der Situation fragen, wer hat eigentlich die Macht? Der Präsident, der fliehen musste, oder die CONAE und die Massenbewegung, die halt Polizisten verhaften und sich selbst zur Volksversammlung deklarieren. Also im marxistischen Jargon kann man sagen, es war ganz klar eine Situation der Doppelmacht, weil der Repressionsapparat des Staates nicht mehr voll gegen die Bewegung einsatzfähig war und sich eine Gegenmacht konstituiert hat. Ja, umso spannender ist es, dass zwei Tage nach dieser Volksversammlung Verhandlungen zwischen der CONAE und der Regierung begonnen haben und die Bewegung wieder demobilisiert wurde. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist da eigentlich falsch gelaufen? Ich glaube, in Bezug auf Ecuador kann man sagen, es gab eine eindeutige Führung der Bewegung, das war diese indigene Organisation CONAE, die halt die Demo-Termine festgesetzt hat und dann auch wieder demobilisiert hat. Und die Demobilisierung war halt auf Grundlage eines Teilerfolgs, nämlich dass das Dekret über die
Streichung der Benzinsubventionen zurückgenommen wurde. Ja, aufgrund dessen wurde die Bewegung halt von der Straße gebracht. Ein Punkt ist, glaube ich, auch, dass die Konei da sich ein bisschen einlullen hat lassen, weil die Regierung und das Fernsehen, die bürgerlichen Medien die ganze Zeit gespielt haben, oh mein Gott, Konei ist eigentlich von Correa, dem quasi, der innerhalb der Partei von Moreno gegen ihn in gewisser Konkurrenz steht und früher auch Präsident war. Die Regierung hat halt behauptet, na, das sind alles Leute von Correa, die wollen nur Moreno stürzen, und die Konei hat dummerweise so darauf reagiert, dass sie halt gesagt haben, nein, dass die Regierung stürzen ist das allerletzte, was wir wollen. Ja, und sie haben halt alles unternommen, damit der Sturz der Regierung eben nicht passiert. Ja, und Moreno war natürlich in der Situation, wo er mit dem Rücken zur Wand stand und seinen Repressionsapparat nicht einsetzen konnte, zu allen möglichen Zugeständnissen bereit, um die Massen von der Straße zu kriegen. Aber außer der Rücknahme dieses Dekrets über die Streichung der Benzinpreissubventionen hat er eigentlich nichts umgesetzt. Das eine Dekret wurde zurückgenommen, aber sonst eigentlich nichts. Und auf dieser Grundlage hat halt die Konei dummerweise die Mobilisierungen beendet und der Regierung den Boden unter den Füßen zurückgegeben, was natürlich im Gegenzug dazu geführt hat, dass nachdem die Leute demobilisiert waren, dass die Regierung begonnen hat, Oppositionspolitiker zu verhaften, eben Anhänger von Correa und von Konei-Führungen in verschiedenen Regionen halt der Rebellion und des Aufstands angeklagt hat und halt mit Repression gegen eben Opposition und gegen Linke vorgeht. Also als Fazit könnte man sagen, die Konei hat eben nicht die Rolle gespielt, die sie sollte, weil im entscheidenden Moment, wo eigentlich alle Bedingungen für die Machtübernahme der Arbeiterklasse vorhanden waren, hat die Konei eigentlich der Regierung die Stabilität oder Stabilität kann man nicht sagen, hat die Konei der Regierung in die Hände gespielt, indem sie halt alles unternommen hat, dass der Präsident nicht gestürzt wird. Also man könnte schlussfolgern, dass eigentlich alle Bedingungen objektiver Natur für eine Revolution gegeben waren, dass es aber wie so oft am subjektiven Faktor gefehlt hat. Also es gab keine Organisation von bewussten Revolutionären, die das Ziel Machtübernahme quasi sich als vorgenommen haben. Ja, aber nichtsdestotrotz, auch wenn die Bewegung jetzt demobilisiert ist, die Regierung wird keine Stabilität haben, weil der IWF will nach wie vor, dass das weiter eingespart wird. Ja, und es wird halt dann irgendwo anders Kürzungen geben. Und ja, also all diese Widersprüche, die eigentlich zu diesem revolutionären Ausbruch in Ecuador geführt haben, keiner von denen ist gelöst. Ja, ich muss mich beeilen. Ja, zu Chile. Chile ist das Modellland des Neoliberalismus und wurde immer als Oase des sozialen Friedens gegen die verrückten Linken in Lateinamerika gehandelt. Ja, das kommt daher, dass eben unter der Pinochet-Diktatur das erste Mal der Neoliberalismus in Chile ausprobiert wurde und diese ganzen Angriffe, die es unter der Diktatur auf Arbeitsrecht, auf Lebensstandard der Massen gab und die ganzen Privatisierungen von Gesundheit, vom Gesundheitssystem, von den Pensionen, teilweise von Wasser und so weiter, all das, was unter der Diktatur an Verbrechen gegen die Massen quasi passiert ist, ja, es gab auch noch Massenmord, aber egal. Ich meine jetzt all diese Angriffe auf den Lebensstandard der Massen, den die Pinochet-Diktatur machen konnte, weil es halt eine Diktatur war. Nichts von dem wurde eigentlich mit der Wiedereinführung der Demokratie zurückgenommen. Und Chile ist eins der Länder, wo die Lebensmittelpreise eigentlich fast auf europäischem Niveau sind, aber die Löhne sind halt weiter runter. Also ein Durchschnitts, ungefähr die Hälfte der Arbeiter verdienen 455 Euro im Monat und die Durchschnittspension ist 260 Euro im Monat. Bei
Lebensmittelpreisen, die ungefähr so sind wie in Europa. Ja, und öffentlicher Verkehr und Elektrizität, das wurde halt alles unter Pinochet, unter der Diktatur privatisiert und wurde nie wieder in staatlicher Hand gegeben. Und es ist halt in Chile noch, also ist öffentlicher Verkehr und Elektrizität besonders teuer, auch verglichen mit anderen lateinamerikanischen Ländern. Ja, und alle möglichen anderen Probleme, etwa es gibt immer wieder in verschiedenen Gebieten Wasserknappheit, weil eben die Wasserquellen auch privatisiert wurden und die privaten Firmen denken sich halt teilweise, oh, ich bin so gescheit, ich halte das Wasser zurück, oh, dann wird das Wasser teuer und ich kann es teurer verkaufen, was natürlich in ganzen Gebieten zu enormen Problemen wie Dürre und so weiter auch für die Landwirtschaft und für die kleineren Bauern, die sich halt kein teures Wasser leisten können, führt. Ja, also man kann sagen, unter der Diktatur wurden eigentlich alle sozialen Rechte zerstört, massiv privatisiert und das wurde im Übergang zur bürgerlichen Demokratie einfach nicht wieder rückgängig gemacht. Und das ist eigentlich die Grundlage für die Proteste, die wir in Chile gesehen haben. Das Ganze hat begonnen, wie die meisten wissen, mit einer Bewegung der Oberschüler und Schülerinnen, die gegen eine Tariferhöhung in der U-Bahnen in der Hauptstadt Santiago demonstriert haben und halt einfach Zahlungsboykott gemacht haben. Also sie sind halt einfach über diese Absperrungen, wo man normalerweise zahlen muss, halt hinübergesprungen. Und ja, das Ganze hat massive Massenproteste im ganzen Land ausgelöst, die größten Proteste und Mobilisierungen seit Ende der Diktatur auf jeden Fall waren, wenn nicht überhaupt seit den 70er Jahren. Ja, die Regierung hat massiv mit Gewalt auf die Proteste reagiert, was auch in dem Fall den Leuten keine Angst eingejagt hat, sondern die Bewegung auch mehr angeheizt hat. Und es ist ganz spannend, dass das Ganze halt mit einer Jugendbewegung eigentlich begann, aber das war nur ein quasi zufälliger Auslöser, weil halt die Jugend oft auch sehr sensibel ist für soziale Bewegungen. Aber bei diesem Zahlungsboykott der Schüler und Schülerinnen, Studierenden, hat halt sofort die Regierung versucht, die Arbeiter oder die Angestellten der U-Bahn gegen die Bewegung aufzubringen, was nicht gelungen ist, weil sich die Gewerkschaft der U-Bahn-Führer halt auf die Seite der demonstrierenden Jugend gestellt hat und gefordert hat, dass Polizei und Militär sofort aus den U-Bahn-Stationen verschwinden. Ja, gut. Also, die Regierung Piñera hat massive Gewalt angewendet, wie die meisten wissen. Es gibt fürchterliche Videos, es wurden ungefähr 10.000 Leute verhaftet, Tausende verletzt und Dutzende Demonstrierende ermordet bzw. sind verschwunden, unter Anführungszeichen. Ja, es gab massiven, auch viele Vergewaltigungen gegen weibliche Protestierende, gegen Frauen, gegen Schülerinnen, Mädchen, massive Gewalt generell, also Hunderte haben ein Auge verloren durch Geschosse der Polizei. Ja, und auch es gibt ganz, ganz viele Berichte von Folter, wo halt Demonstrierende verhaftet wurden und die, wenn sie dann wieder freikommen, halt von ärgsten Foltermethoden auf den Polizeistationen berichtet haben. Ja, auch hier kann man sagen, die Demonstrierenden haben die Angst verloren eigentlich. Ausnahmezustand, Ausgangssperre und so weiter haben auch in dem Fall nichts gebracht. Die Leute sind einfach trotzdem demonstrieren gegangen und haben sich quasi durch ihre massive Anwesenheit ihr Recht auf Demonstration erkämpft. Die Macht des Präsidenten ist eigentlich über Nacht verschwunden. Nach Ausbruch der Bewegungen haben 80% der befragten Chileninnen und Chilenen gesagt, dass die Regierung schlecht ist. Und Piñera musste einige Zugeständnisse machen, also einzelne Minister entlassen, zum Beispiel den Innenminister, seinen Cousin Andrés Chadwick, der halt für diese massive Repression auch federführend verantwortlich war. Ja, auch hier will ich gerne nochmal betonen, dass es nicht um eine Maßnahme geht. Man kann jetzt nicht sagen, diese Massenbewegung ist durch eine 30-Peso-Erhöhung der U-Bahn-Tickets
losgelöst worden, sondern es geht allgemein um das ganze Establishment. Die Leute sind einfach total, es ist einfach eine enorme Frustration und Wut auf alle politischen Parteien, auf das ganze System eigentlich vorhanden. Einer der Slogans der Bewegung war auch No son 30 pesos, son 30 años. Also es geht nicht um 30 Pesos, es geht um 30 Jahre, also um die ganze Zeit seit dem Ende der Diktatur, wo die Leute halt auch nur beschissen wurden. Ja, dann gibt es Umfragen, wo 46% sagen, das demokratische System in Chile funktioniert sehr schlecht. Nur 6% denken, dass es gut funktioniert. Und das Vertrauen in die Institutionen ist extrem geschwunden. Also nur 17% der Befragten sagen, sie haben Vertrauen in die Carabineros. Das sind die Repressionseinheiten der Polizei, also so eine Art härtere Polizei, die massiv auf Gewalt auch trainiert wird. 24% haben ein Vertrauen in die Armee, 8% Vertrauen ins Fernsehen, 8% bitte, 11% Vertrauen den Zeitungen, 14% der katholischen Kirche, und ich meine, Chile ist ein super katholisches Land in Wirklichkeit. Ja, die Regierung hat im Jänner nur mehr 5% ungefähr an Unterstützung in Umfragen gehabt. Ja, dann gibt es 3%, die dem Kongress vertrauen, 3% haben Vertrauen in die politischen Parteien. Und nur 14% aller befragten Chileninnen und Chilenen sagen, dass sie mit irgendeiner Partei irgendwie ein bisschen sympathisieren. Also es gibt 14%, die ein bisschen eine Hoffnung auf irgendeine etablierte Partei haben. Ja, die Bewegung hat viele konkrete Slogans gehabt, eben höhere Löhne, eine bessere Gesundheitsversorgung, gegen die privatisierten Pensionen, Gratisbildung und so weiter. Ja, aber auch in dem Fall, glaube ich, kann man sagen, es ging nicht um ein Thema, sondern es waren einfach die Leute massiv, massiv angefressen, und die Leute wollen einfach so nicht mehr weiter regiert werden wie bisher. Ein Slogan war eben auch nieder mit Piñera, dem Mörder. Also auch die Bewegung selbst hat sich teilweise den Slogan gegeben, dass der Präsident gestürzt gehört. Ja, so wie in Ecuador haben wir auch in Chile Formen der Selbstorganisation gesehen. Es gab regionale Versammlungen und die sogenannten Cabildos Abiertos, also könnte man mit offene Räte übersetzen. Was haben diese Versammlungen gemacht? Sie haben die Versorgung der Protestierenden sichergestellt, teilweise kleine Geschäfte vor Plünderungen geschützt und die Selbstverteidigung vor allem der Demos auch organisiert und teilweise medizinische Versorgung von letzten Demonstrierenden. Ja, binnen weniger Tage sind die Cabildos im ganzen Land entstanden, und Ende Oktober waren ungefähr 10.000 Menschen in irgendeinem Cabildo organisiert. Ja, und eigentlich vom unten ist die Antarktis, oder im Süden? Vom antarktischen Süden bis hinauf eigentlich ganz Chile wurde, in allen Regionen gab es halt diese Cabildos. Auch hier gab es Selbstverteidigungsorganisationen in Santiago, die sogenannte Primera Linea, wo halt es ging darum, auch die Sicherheit der Demonstrierenden sicherzustellen und Platz zu machen dafür, dass auf der Plaza Italia, oder von der Bewegung wurde sie Plaza Dignidad, Platz der Würde genannt, dass auf diesem Hauptplatz in Santiago halt demonstriert werden kann. Und eine Lehrerinnengewerkschaft in der Provinz Antofagasta hat das sogenannte Notfalls- und Schutzkomitee gegründet, wo es auch um Schutz der Demonstrationen und auch der Streikenden dann ging und um medizinische Versorgung von Verletzten. Ja, auch im Fall von Chile konnte man erste Risse im Repressionsapparat sehen. Einerseits konnte die Regierung halt den Ausnahmezustand überhaupt nicht durchsetzen, und die Leute sind trotz Ausgangssperre demonstrieren gegangen. Also faktisch wurde diese Ausgangssperre halt außer Kraft gesetzt,
Und andererseits, es gibt Bericht von einzelnen Soldaten, die es eben verweigert haben, dass sie gegen Demos eingesetzt werden. Wobei es da relativ wenig Info dazu gibt. Aber ich denke, man kann davon ausgehen, dass eben nachdem Piñera später aufgehört hat, die Armee gegen die Bewegung einzusetzen und nur mehr die Carabinieros, die halt zur brutalen Repression ausgebildet sind, eingesetzt hat, kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass Piñera einfach die Armee nicht mehr einsetzen konnte gegen die Bewegung, weil er halt gefürchtet hat, dass die Armee quasi zusammenbricht, weil die einfachen Soldaten sich halt mit der Bewegung solidarisieren. Ein ganz großer Prozentsatz der chilenischen Bevölkerung hat in irgendeiner Weise an Aktionen, Demos oder dergleichen teilgenommen. Und so wie in Ecuador konnte Piñera seine Basis gar nicht mobilisieren. Auch da ist natürlich die Leier in den Medien von Gewalt der Demonstrierenden und arme kleine Gewerbetreibenden werden geplündert und das Chaos bricht aus und so weiter. All diese Propaganda hat halt nichts gewirkt, weil zu diesem Zeitpunkt, zum Höhepunkt der Bewegung, hat die Mehrheit der Wähler von Piñera gesagt, dass sie eigentlich mit der Bewegung sympathisieren. Also nicht irgendwelche linken Wähler, sondern die Mehrheit der rechten Wähler hat gemeint, die Bewegung hat eigentlich recht. Also das Regime konnte überhaupt keine Form der sozialen Basis mehr mobilisieren. Ja, trotz alledem ist Piñera noch an der Macht. Auch da stellt sich die Frage, was ist hier falsch gelaufen? Im Vergleich mit Ecuador, wo man sagen kann, da hatte die CONAIE eindeutig die Führung. Ich fürchte, ich muss 10 Minuten überziehen. wie gesagt, in Ecuador hatte die CONAIE eindeutig die Führung und hat halt versagt, die Regierung zu stürzen. In Chile gab es nicht so eine eindeutige Führung. Es gibt mehrere linke Parteien, linke Organisationen, Gewerkschaften, aber die sind eigentlich mehr der Bewegung hinterher getapst. Oder eigentlich selber von der Bewegung überrascht worden. Ja, aber schlussendlich haben diese, nachdem sich keine neue Führung herausgebildet hat, ist die Führung irgendwie doch den etablierten linken Organisationen zugefallen und die haben schlussendlich einen Pakt mit der Regierung gemacht, also das sogenannte Abkommen für Frieden und die neue Verfassung. Und es gab keine offizielle Demobilisierung wie in Ecuador, sondern die Bewegung ist halt sukzessive ein bisschen weniger geworden, weil natürlich die Massen nicht permanent auf der Straße und im Ausnahmezustand kämpfen können. Vor allem dann, wenn eigentlich überhaupt keine wirkliche Perspektive von irgendeiner Seite geboten wird. Und der Hauptschmäh in Chile war halt der Betrug mit der verfassungsgebenden Versammlung, wo halt Teile der Linken sich darauf eingeschossen haben, andere nicht. Also man musste zum Beispiel der KP und der Mesa de la Unidad Social zugute halten, dass sie gegen die verfassungsgebende Versammlung argumentiert haben. Aber auch so haben sie keine Alternative geboten, weil man kann sagen, alle linken Organisationen durch die Bank haben auf irgendeine Form von entweder Amtsenthebungsverfahren für Piñera plädiert oder Verfassungsklage und auf diese ganzen staatlichen institutionellen Wege versucht, die Bewegung eigentlich abzulenken. Weil in Wirklichkeit die Bewegung war auf der Straße, sie hätte locker den Präsidenten stürzen können und der hätte den Repressionsapparat nicht einsetzen können. Aber die Linken haben halt alle irgendwelche institutionellen Illusionen gehabt. Ja, und halt eben so Appelle für die Einhaltung der Menschenrechte und verschiedenste Gesetzesinitiativen eingebracht. Aber es gab keine Kraft, wie in ganz Chile nicht, die irgendwie öffentlichkeitswirksam den Sturz der Regierung und eine Volksversammlung der Cabildos deklariert hätte, was definitiv im Rahmen des Möglichen aber gewesen wäre. Ja, vielleicht kurz zur neuen Verfassung. Da gibt es halt viele Versuche. Manche haben halt die Illusion, dass wenn man ein Recht auf Pensionen, Wasser, Wohnen, Gesundheit und so weiter in die Verfassung schreibt, dass das dann den Leuten helfen würde.
In Wirklichkeit ist es natürlich eine Illusion, weil es gibt sogar Verfassungen, wo Recht auf Arbeit drinsteht oder Recht auf Wohnen steht in der spanischen Verfassung. Aber nichtsdestotrotz werden ständig Leute in Spanien delogiert. Also, oder Recht auf Arbeit heißt auch nicht, dass es dann keine Arbeitslosigkeit gibt in den Ländern, in denen das in der Verfassung steht. Ja, also das ist in Wirklichkeit eine Illusion. Und eine neue Verfassung kann keins der sozialen Probleme der arbeitenden Menschen und der Jugend in Chile oder sonst wo lösen. Also in Wirklichkeit ist das mit der verfassungsgebenden Versammlung gelinde gesagt Betrug, weil halt auf dem Höhepunkt der Bewegung nicht die Perspektive der Machtübernahme gegeben wurde, sondern die Perspektive eines langwierigen juristischen Prozesses, wo man halt die etablierten Parteien bittet, sich in einem extra Parlament, in einer verfassungsgebenden Versammlung zusammenzusetzen und eine neue Verfassung auszuarbeiten, was natürlich allein schon, wie soll man sagen, parlamentsarithmetisch nicht funktionieren kann. Weil wenn man im Rahmen der bürgerlichen Verfassung bleibt, braucht man eine Zweidrittelmehrheit für eine Verfassungsänderung. Das heißt, es müssten Teile der rechten Parteien einer Verfassungsänderung zustimmen, was sie nie machen werden. Und das ganze Projekt ist eigentlich so ausgelegt, dass man aus den etablierten Parteien, die alle komplett diskreditiert sind, sagt, wir wählen euch in eine verfassungsgebende Versammlung und dann bitte arbeitet eine neue Verfassung aus. Und das Ganze ist natürlich ein Prozess, der auf jahrelang ausgelegt ist. Also, ja. Ja, es stimmt natürlich, dass die Verfassung zum einen großen Teil in Chile aus Zeit der Diktatur ist, aber ja, die Hauptprobleme, die Leute haben, und das zeigt sich auch in Umfragen, also vor allem Pensionen, Gesundheit, Bildung, Löhne und diese ganzen sozialen Themen, das sind eigentlich die Hauptthemen der Bewegung gewesen. Also zum Beispiel in einer Umfrage, wo die Menschen gefragt wurden, was die drei wichtigsten Themen sind, die die Politik lösen sollte. In Umfragen wird halt so blöd gefragt. 64% haben gesagt Pensionen, 46% Gesundheit und dann kommen Bildung, Löhne und nur 11% haben eine neue Verfassung als Hauptproblem angesehen. Also man kann auch hier an den Umfragen sehen, dass eigentlich das, was die Leute gelöst haben wollen, soziale Probleme sind und nicht ein Verfassungstext oder ein Stück Papier. Ja, weil die Verfassungsänderung alleine halt keinen grundlegenden Wandel bringen kann. Also man kann in dem Fall von Chile ganz klar sagen, auf dem Höhepunkt der Bewegung war diese Perspektive der verfassungsgebenden Versammlung eigentlich ein Punkt, um vom eigentlichen Thema, nämlich der Machtübernahme und dem Sturz der Regierung, was eigentlich auf der Tagesordnung gestanden wäre, um von dem abzulenken und den diskreditierten Institutionen des bürgerlichen Staates ein bisschen eine Legitimität zurückzugeben. Also in Wirklichkeit auf dem Höhepunkt der Bewegung wäre die richtige Forderung halt gewesen, nieder mit Piñera und eine Vernetzung der Cabildos zu einer Nationalversammlung und eine Arbeiterregierung statt der Regierung der Konzerne. Ja, aber diese Forderung hat halt keine etablierte Kraft aufgestellt. Ja, ich habe schon gesagt, es gab kein offizielles Ende der Bewegung in Chile. Auf die eine oder andere Form geht die ein bisschen noch weiter. Aber der Höhepunkt war halt Mitte November erreicht und dann ist die Bewegung langsam zurückgegangen, weil es einfach keine Perspektive geboten wurde. Es gibt Leute, die Illusionen in die neue Verfassung haben, aber ich glaube, die Umfragen zeigen recht deutlich, dass das nicht das Hauptproblem der Menschen ist, das sie auf die Straße gebracht hatten, sondern dass es halt um soziale Probleme geht, die aber eigentlich im kapitalistischen System nicht positiv für die Massen lösbar sind. Ja, vielleicht nochmal zur Rolle der traditionellen Organisationen. Also zum Beispiel, ich glaube, die Bewegung war schon einige Tage in Gange, als erst die offizielle linke Organisationen wie das Bündnis Mesa de la Unidad Social, was halt so linke Organisationen, Umwelt-NGOs und Gewerkschaft umfasst, wo die halt zu einem Generalstreik aufgeführt
aufgerufen haben am 21. Oktober. Aber auch hier sieht man, die hatten keine richtige Strategie. Also sie haben keine Betriebsversammlungen und keine Vernetzung von unten gemacht, sondern sie haben halt gesagt, an dem Tag ist Generalstreik. Es ist ungefähr so, wie wenn der ÖGB zu einem Streik aufrufen würde. Sie setzen ein Datum fest und dann dürfen die Leute kommen. Aber es wird nicht im Vorhinein irgendwie von unten eine Vernetzung organisiert. Und eben keine Betriebsversammlungen oder so wurden durchgeführt. Ja, im Vergleich zu Ecuador kann man eben sagen, dass es in Chile keine eindeutige Führung gab. Es gab verschiedene linke Parteien und Organisationen. Also einige habe ich genannt, eben die Sozialistische Partei, die KP, die Mesa de la Unidad Social und die Frente Amplio, die ich noch nicht genannt habe. Das ist auch ein linkes Bündnis, das entstanden ist nach den Studierendenprotesten, so 2014, 15, habe es jetzt nicht genau im Kopf. Aber da gab es eben auch schon massive Studierendenproteste und da ist dieses linke Bündnis Frente Amplio, also übersetzt Breite Front, entstanden. Ja, das sind so die wesentlichen und die Gewerkschaft, gut, sind die hauptlinken Organisationen, die halt an der Bewegung beteiligt waren, aber man kann nicht sagen, dass sie die wirklich organisiert oder der Bewegung ein Ziel gegeben hätten. Ja, ich glaube, als Fazit kann man sagen, auch in Chile sind die bürgerlichen Institutionen und die Regierung total diskreditiert und diese Massenproteste haben auf jeden Fall Spuren im Bewusstsein der arbeitenden Menschen und der Jugend hinterlassen. Weil zum Beispiel bei der Jugend kann man sagen, viele waren das erste Mal auf der Straße und haben gleich eine massive Repression erlebt und Beginn von Verteidigung gegen Repression und so. Also es ist gleich relativ weit gegangen. Also das ist sicher nicht irgendwie gelöscht im Bewusstsein der Massen. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass bei neuen Bewegungen das Ganze gleich auf einer höheren Ebene eintritt. Und momentan, habe ich gesagt, ist die Bewegung eher ein bisschen zurückgezogen, aber es gibt eben Spaltungs- und Differenzierungsprozesse innerhalb der Linken, vor allem in der Frente Amplio und in der Sozialistischen Partei, wo sich, ja, jetzt, ich hätte noch kurz was zu Mexiko und Brasilien, das lasse ich jetzt aus, weil es einfach zu lange dauert, vielleicht, wenn uns nichts einfällt in der Diskussion. Ja, Fazit des ganzen Referats. Ich glaube, man kann sagen, es gibt keine konservative Welle in Lateinamerika, sondern wir sind weltweit und vor allem auch in Lateinamerika in eine Epoche der Revolution und Konterrevolution eingetreten. Es gibt massives Potenzial für revolutionäre Bewegungen in den Fällen, wo aber jahrelang es nicht genützt wird, sind auch Konterrevolutionen möglich, so wie etwa letztes Jahr in Bolivien, wo Evo Morales gestürzt wurde. Aber auch da ist die Perspektive nicht die, dass jetzt eine ewig lange faschistische Diktatur sich etabliert, sondern das sind zwar rechte Regierungen und die auf Repression und so beruhen, aber das sind in keinster Weise stabile Prozent. Und Lateinamerika im Durchschnitt hatte Ende 2019 ein Wachstum von 0,1%. Also eine Stagnation auf jeden Fall. Und ja, es ist halt, wenn die Weltwirtschaft eine neue Krise sieht oder eine Rezession, dann wird das natürlich das Ganze in Lateinamerika noch verschärfen. Weil eben, ja, eigentlich ist seit 2013, 2014, wo der Boom in China und die Expansion ans Ende gekommen sind, bis jetzt in Lateinamerika eher hat Stagnation geherrscht. Und die Leute, die arbeitenden Menschen und die Armen haben massiv darunter gelitten, noch mehr als usually. Also eigentlich 6-7 Jahre Stagnation. Und momentan gibt es in der Weltwirtschaft auch die Perspektive der Rezession, wie ich eingehend schon gesagt habe. Ja. Ich glaube, das ist der Hintergrund der Bewegungen, dass einfach momentan überhaupt keine Verbesserungen für den Lebensstandard der Massen gegeben sind. Es gibt keinen Spielraum eigentlich für Reformen. Und ja, das Ganze wird vermutlich nicht zu einer konservativen Welle führen, sondern zu einer Verschärfung des Klassenkampfs auf dem ganzen Kontinent, in ganz Lateinamerika. Und ich glaube, da ist es auch nicht zu unterschätzen, dass die revolutionären Bewegungen dann einen grenzübergreifenden Einfluss haben
Also schon bei Ecuador und Chile hat man gesehen, dass es zu einem Generalstreik in Kolumbien geführt hat. Und die Leute beobachten schon, was in den anderen Ländern passiert. Und vor allem in Lateinamerika, wo die allermeisten Länder spanischsprachig sind, greifen halt viele Argumente nicht. Die jenseits der Grenze sind irgendwie komisch und sprechen eine andere Sprache. Nee, tun sie nicht. Und die können sich halt alle verstehen und haben alle das gleiche Elend. Sogar zwischen Portugiesisch und Spanisch sind total nah verwandte Sprachen. Also wenn man sich ein bisschen einliest und eine Sprache kann, versteht man die andere auch. Also die Ländergrenzen in Lateinamerika sind halt total künstlich. Ja, was sind jetzt die Hauptlehren aus Ecuador und Chile abschließend? Einerseits, wir haben in beiden Fällen eine extreme Diskreditierung des ganzen Systems, aller Institutionen, des bürgerlichen Parlaments, des Repressionsapparats etc. gesehen. Die Massen haben enorme Kampfbereitschaft und auch Opferbereitschaft gezeigt. Sie haben sich durch Repression nicht abschrecken lassen und Folter und Menschenrechtsverletzungen, sondern die Bewegungen sind einfach weitergegangen. Ja, es gab sowohl in Ecuador als auch in Chile alle Faktoren für den Sturz der Regierungen und es gab ein positives Kräfteverhältnis, um eine sozialistische Revolution durchzuführen, aber was halt überall gefehlt hat, war der subjektive Faktor. Also im Fall von Ecuador, wo die Führung die CONAE hatte, die halt einfach völlig versagt hat. Und im Fall von Chile, wo es keine wirkliche Führung gab, aber auch alle linken Parteien durch die Bank keine Perspektive, schon gar nicht die Perspektive der Machtübernahme der Arbeiterklasse gestellt haben, die aber eigentlich objektiv auf der Tagesordnung gestanden wäre. Ja, ich belasse es mal dabei.